Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, Jesus Christus. Liebe Geschwister, 850 Jahre Schweriner Dom, was für ein besonderer, was für ein wunderbarer Anlass zum Feiern. 850 Jahre Geschichte, gut erforscht und dokumentiert. Und doch habe ich in diesem Jahr Neues über den Schweriner Dom und seine Gemeinde gelernt. Zugegeben, in diesem Jubiläumsjahr gibt es so viele Gelegenheiten, mehr über diesen wunderbaren Löwendom, seine Entstehungs- und Baugeschichte zu erfahren. Denn trotz Corona hat die Domgemeinde mit Domprediger Volker Mischok in diesem Jubiläumsjahr ein Festprogramm auf die Beine gestellt, das sich wirklich sehen lassen kann. Mit Musik und Lesungen, Gottesdiensten und Andachten, mit Kunstausstellungen, vielen Führungen, einer historischen Tagung und. All das mit der geradezu unerschütterlichen Gelassenheit und Zuversicht, dass dieses Jubiläum so begangen wird, wie es unter den Bedingungen der Corona-Pandemie nun einmal jeweils möglich ist. Dafür hier und von ganzem Herzen danke. Danke an Sie, lieber Bruder Mischok, an Sie, liebe Mitglieder des Domkirchengemeinderates, danke Ihnen, liebe Haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende und allen, die die einzelnen Programmpunkte dieses Jubiläumsjahr vorbereitet haben und gestalten. Ihnen allen hier und heute, für die dieser Dom ein so besonderer Ort ist, bringe ich zu diesem Jubiläum die herzlichsten Glück- und Segenswünsche unserer Landeskirche. Sie hat sich ganz bewusst für diese Stadt als Sitz der Landesbischöfin und für diesen Dom als eine ihrer Predigtstätten entschieden. Wie wunderbar! Aber ich wollte ja erzählen, was ich Neues über den Dom und seine Gemeinde gelernt habe. Etwas, was ich so noch nicht gesehen habe. Ich würde es mal so sagen. Die Domgemeinde ist von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Denn sie hat nicht nur gemeinsam mit dem Staatlichen Museum zu einer Herzenswerkstatt eingeladen und die Aspekte des menschlichen Herzens, bekanntermaßen Sitz der Seele und der Liebe, künstlerisch ausgeleuchtet. Die Domgemeinde hat darüber hinaus noch etwas ganz Besonderes getan. Sie hat eine Liebeserklärung geschrieben und diese Liebeserklärung auch gleich draußen am Dom befestigt. Dort ist sie für jeden und jede Tag und Nacht sichtbar. Eine Liebeserklärung, die in ihrer Klarheit und Eindeutigkeit keine Wünsche und Fragen offen lässt. Diese Liebeserklärung, sie heißt: Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses. Nun sind Liebeserklärungen ja keine so ganz einfache Angelegenheit. Weil sie gar nicht so einfach zu formulieren sind, greift man dafür gern auf schöne, schon einmal ausgesprochene Liebeserklärungen zurück. Auch die Liebeserklärung, die die Domgemeinde aufgeschrieben hat, ist eine bereits vor Jahrhunderten, ja vor Jahrtausenden aufgeschriebene Liebeserklärung. Sie stammt aus dem 26. Psalm, einem der gebeteten Lieder der gesungenen Gebete der Bibel. Vollständig lautet sie: Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. Wie könnte man das Domweihjubiläum treffender und passender begehen als mit einer solchen Liebeserklärung? Drückt sie doch aus, wie sehr Menschen mit diesem Dom, mit diesem Kirchraum verbunden sind. Denn über Jahrhunderte hinweg haben Menschen hier eine Zuflucht gesucht und gefunden. Alte und Junge, Arme und Reiche, Kranke und Gesunde. Dieser Raum des Domes war und ist Raum für Ängste und Sorgen, für Freude und Glück. Ein Raum für Gebete, laute und leise, für hörbare und unhörbare Worte und sicher auch für manche Stoßseufzer. Ein Raum für Lieder, für Musik, für die Seele berührende Orgelklänge. Seit 850 Jahren ist der Dom hier mitten in Schwerin im Wandel der Zeiten ein Ort, an dem Menschen ihr Leid klagen, ihre Trauer zeigen und ihre Tränen weinen und spüren, dass doch wieder Hoffnung und Trost wachsen. Ein Ort, an dem Menschen Gemeinschaft, Verbundenheit, Frieden erleben. Ein Ort, an dem seit 850 Jahren das Evangelium verkündet wird. Die frohe Botschaft von Gottes vergebender Liebe
von Jesus Christus und seiner Barmherzigkeit und Menschenliebe, von der Kraft Gottes, die ein neues Leben verspricht und schenkt im Leben, im Sterben und darüber hinaus. Wie gut, dass das so ist. Also ja, Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. Liebeserklärungen sind oft das Ergebnis eines Überschwangs der Gefühle. In Zeiten großen Glücks sprudeln sie nur so aus einer heraus. Bei den Psalmworten, die draußen am Dom geschrieben sind, ist das ein bisschen anders. Auch ihr Verfasser war von großen Gefühlen bewegt, aber weniger von großem Glück als von wirklich großen Ängsten, existenziellen Ängsten. Denn er wusste nicht, wie es in seinem Leben weitergehen soll. Zu Unrecht war er schwer beschuldigt und angeklagt worden und nun befand er sich auf der Flucht vor denen, die ihm übel wollten. Er sucht Zuflucht im Tempel und wirft alles, was ihn bedrückt und bedroht, Gott vor die Füße. Mich erinnern seine Worte daran, eine Kirche bietet nicht nur Raum für schöne und besinnliche Zeiten. Eine Kirche bietet Raum für alle Zeiten im Leben, auch für die, die nicht schön sind. Die Nöte, die Menschen betreffen, die sollen nicht draußen vor der Kirchentür bleiben. Im Gegenteil, sie gehören mitten hinein in diese Kirche wie in alle anderen Kirchen. Deshalb ist es ja auch so gut, dass der Dom nicht nur zum Gottesdienst, sondern auch unter der Woche offene Türen hat für alles, was Menschen bewegt. Und als Kirche tragen wir die Nöte der Menschen und unserer Welt nicht nur für Gott, sondern wir wollen sie miteinander tragen, einander helfen, wo immer es geht. Denn wer in dieser Kirche für sich und seine Mitmenschen betet, soll auch vor den Kirchentüren an ihrer Seite stehen, mit Wort und Tat. Wer in dieser Kirche Gottes Gastfreundlichkeit und Menschenliebe erfährt, soll sie auch selbst praktizieren. Mit offenem Willkommen zum Beispiel für alle, die in diesen Tagen aus Afghanistan, aus Willkür und Terror fliehen müssen. Wer in dieser Kirche um Frieden bittet, soll auch vor ihren Türen daran mitwirken, dass Frieden wird, hier bei uns und weltweit. Soll die Stimme erheben, wenn Frieden gefährdet ist oder Menschenrechte in Ländern wie Belarus mit Füßen getreten werden. Soll sich unangenehmen Themen wie der Verantwortung für eine gerechtere Welt nicht verweigern. Und wer in dieser Kirche mit wunderbaren Liedern die Schönheit der Schöpfung Gottes preist, soll diese Schöpfung auch bewahren. Soll mutige Schritte gehen, um den Klimawandel zu stoppen und dafür nicht nur Forderungen an andere richten, sondern bereit sein, den eigenen Lebensstil zu ändern. Auch wenn es schwerfällt. Denn die Zeit, die Verantwortung für konkrete Schritte auf andere abzuwälzen, ist endgültig vorbei. Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. Wer in diese Worte einstimmt, kommt nicht umhin, die ganze von Gott geschaffene Welt, seine Schöpfung, als seine Stätte, als den Ort, wo seine Ehre wohnt, wahrzunehmen. Und von Herzen dankbar für sie zu sein, als unseren Lebensort. Ein einmaliges, wunderbares Geschenk, das es kein zweites Mal gibt. Deshalb lasst uns alles tun, um diese Welt, um Gottes Schöpfung zu behüten und zu bewahren. Jetzt. Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. Zum einen sind diese Worte eine Liebeserklärung an den Ort, an dem Gott anwesend ist. Sei es ein Kirchraum, sei es die ganze Schöpfung. Darüber hinaus sind sie aber auch eine Liebeserklärung direkt an Gott. Denn er wird ja angesprochen, um ihn geht es. Dem Ort gilt die Liebeserklärung allein deshalb, weil Gott an ihm anwesend und gegenwärtig ist. Unsere Welt ist so liebenswert, weil sie in Gottes Gegenwart existiert. Denn Gottes Schöpferkraft schenkt uns das Leben. Die Hoffnung auf seine Welt des Friedens und der Gerechtigkeit schenkt uns neue Perspektiven.
Lasst uns also nicht die Welt von gestern für morgen fortschreiben, sondern aus Gottes Zukunft heraus mit Neugier und Gelassenheit die Gegenwart gestalten. Die unbedingte und unbeirrbare Liebe Christi lässt uns barmherzig und geschwisterlich leben. Die ermutigende Kraft seines Heiligen Geistes verhilft uns zu Gemeinschaft und Solidarität. Ohne all das wären wir doch längst verloren. Aber Gott gibt uns Menschen, gibt seine Schöpfung nicht auf, sondern ist bei uns und an unserer Seite, präsent und gegenwärtig. Diese Gegenwart Gottes sagt nicht nur etwas über Gott aus, sondern auch etwas über uns Menschen. Denn Gottes Gegenwart meint, Gott sieht uns Menschen, wie wir jeweils in der Gegenwart, jetzt und hier sind. Mit all dem, was uns jetzt auf dem Herzen liegt. Mit all dem, was uns jetzt in der Seele bewegt. Gott sieht nicht auf das, was wir einmal waren, sondern er sieht auf uns, wie wir jetzt sind. Und genau so nimmt er uns an sein Herz. Ein mittelalterlicher Mystiker hat das einmal so gesagt. Wie Gott dich findet, so nimmt und empfängt er dich. Nicht als das, was du gewesen, sondern als das, was du jetzt bist. Was für eine Zusage. Was für eine umarmende, Geborgenheit, Kraft und Hoffnung schenkende Liebe. Es kommt nicht darauf an, was war, sondern es kommt darauf an, wie du dich jetzt und hier von Gottes Liebe verändern lässt. Es kommt darauf an, wie du dich jetzt in Gottes große Liebesgeschichte mit dieser Welt, seiner Schöpfung und uns allen seinen Geschöpfen mit hineinnehmen lässt. Diese gegenwärtige und uns verändernde Liebe Gottes wird hier in diesem wunderbaren Dom und in allen Kirchen gefeiert. Genau genommen ist deshalb nicht nur draußen am Dom eine Liebeserklärung befestigt, sondern der ganze Dom ist eine Liebeserklärung. Eine menschliche Antwort auf Gottes liebende Gegenwart, in der wir die werden, die wir sein sollen. Gottes Geschöpfe, die als Gotteskinder füreinander Menschengeschwister sind, die füreinander und für Gottes Schöpfung einstehen und dabei aus der Hoffnung leben, dass Gott uns immer wieder neue Möglichkeiten schenkt für ein neues, umfassendes, wahres Leben. Das lasst uns heute feiern. Amen.